Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frost backt aus. Heute habe ich mal was. Ich habe schon längere Zeit keine Unboxings mehr gemacht, aber ich dachte, heute ist es mal wieder an der Zeit, weil ich ein mechanisches Keyboard aus China bestellt habe, beziehungsweise bei Amazon, und das ist ein chinesischer Hersteller. Die Firma heißt Nopo, schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung. Das ist wieder ein TankyDesk Keyboard und hat diesmal die Red Switches drin. Und hier sieht man auch die Firma. Ja. Wollen wir das ganze Gerät mal auspacken? Sehen, ob ich das hinkriege mit einer Hand. Ich habe nämlich meine Kamera nicht mehr, die ich damals hatte. Jetzt mache ich das Ganze mit dem iPhone. Ach du. Denn hier los? So, das ist ein Zertifikat für Garantie. Wollen wir erstmal. Ah, das sind wohl Rainbow Switches, die kostenlos dabei sind. Interessant. Das hier ist der USB-Kabel-Stabilisierer für hinten, und das blaue ist das Werkzeug, um die Tasten rauszumachen. Dann haben wir hier, oh geil, durchsichtige Switches noch für die WASD, Escape und Pfeiltasten. Oh, das kleine Ding mal rausholen hier. Dann haben wir noch das USB-Kabel, haben wir hier auch. Oh. Gute Qualität, muss man sagen. Mit Stoff umwickelt. So, da sind die restlichen Tasten noch. Machen wir die mal wieder rein. So, kommen wir mal zum Keyboard. Das Ganze ist in Folie noch eingepackt. So sieht das Ganze aus. Das ist das Lolita Nopo Lolita 87, oder wie heißt das? 87 LED. Es hat eine Hintergrundbeleuchtung. Das leuchtet blau. Man kann das in drei verschiedenen Modi leuchten lassen, das heißt entweder komplett, auch in verschiedenen Intensitätsstufen, oder nur die Numeric Keys oder nur WASD und die Pfeiltasten. Guck mal, wie es von unten aussieht. Ja, da kommt der USB-Kabel rein, der Stabilisator. Das ist ziemlich schwer, das Keyboard. Und hat die Red Switches, wie gesagt. Ja. Gehen auf jeden Fall leichter als die Plus zu drücken. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das mit dem US-Layout mache, weil es das nicht im deutschen Layout gibt. Da werde ich mich gleich mit befassen. Ich werde auf jeden Fall noch mal unter das Video schreiben, ob mir das Keyboard gefällt, weil das eigentlich eine günstige Alternative zu den teuren Herstellern wie Philco und so weiter ist. Oder Ducky und so weiter. Und Ducky kommt ja auch aus Taiwan. Und qualitativ sieht das Keyboard auf jeden Fall sehr gut aus und kann mit den anderen Herstellern mithalten. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.